Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen rausgesucht und zwar zweimal im West Wing war ich alleine gegen Teams und wie ich das Ganze angegangen bin, habe ich ein bisschen zusammengeschnitten. Bei der einen Szene ist ein bisschen mehr Live-Erklärung dabei, die andere ist ein bisschen kürzer, aber ich dachte, ich nehme sie dazu. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ist immer ja, eine schöne PvP-Situation so alleine gegen Teams und insbesondere, wenn sie dann auch gut ausgeht. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter Video. Jetzt viel Spaß. Ich dachte schon wieder ein armer Spieler. Aber diesmal ein Scav. Der auf Timing doof reinläuft. Bin verwirrt, die sind überall. Einer ist hinten 301. Yo, dude, how you doing? Hat den Nade in der Hand. Yep, yep, yep. Wie hat er das nicht gehört? Er hat mich gehört. So, Soul Ripper. Er hat mich gehört, aber er hat mich für seinen Teammate gehalten, hundertprozentig. Die Sache ist die, ne? Ich spiele gegen drei Leute. Ich hole den ersten, der sagt an, ey, der ist vor 301, der ist vor 301. In dieser Zeit renne ich schon die Treppe runter, bin schon wieder ganz woanders, komm hinten die Treppe hoch,
Während der noch seine Lebensgeschichte erzählt, wie er gestorben ist und was auch immer. Währenddessen hört der im Discord, ah ja, der ist vor 301, alles klar. Vielleicht droppt er gleich durchs Loch. Dann kannst du einfach hinter ihm hochkommen. Also, der hat mich garantiert für sein Teammate gehalten. Aber krass, wie die auf einmal hier drin waren, ne? Das ist immer die Sache, wenn man Solospieler ist, gegen Gruppen, kann man genau das halt nutzen, ne? Ihr geht hin, killt einen, dann sagt der an und währenddessen rennst du schon woanders hin, weißt ganz genau, wo alle sind, weil Teammates hast du nicht. Und ich konnte gerade ziemlich genau sagen, wo sie immer sind. Und sie halt einem nach dem anderen auseinanderpflücken. Und sogar Alpha-Spieler. Looten, nur die Ruhe immer erstmal abkühlen lassen. Und wichtig ist vorher den Rucksack droppen, dass man nicht overweight ist. Weil mit overweight ist man weiter zu hören. Das kommt noch dazu. Auch nur, wenn die nicht gut kommunizieren. Die Sache ist die, die wissen ja nicht, dass ich nur alleine bin. Wenn du als Solospieler irgendwo rauskommst, ne? Du poppst irgendwo auf, bist du angesagt. Dann sagt er, ey, da hinten ist einer. So. Und dann kommst du 5 Sekunden später hinter denen raus, die Treppe hoch. Ey, da ist noch einer, aufpassen. Schon denken die, du bist zu zweit. Also das zu kommunizieren, das schaffst du fast gar nicht. Moin, Killer Cole. Wichtig ist halt auch, dass ich hier den ersten Kill mache. Typ mit lustigem Namen. Sie. Junge. Sehr freundlich. Ist okay, wenn ich jetzt eine von denen wegschmeiße und dann deine Rick reinpack? Danke. Ohne Mist, sich aufs ganze Resort vorbereitet und dann schön pre-looted, ey, Junge. Hör doch auf. Echt jetzt? Wie will man das als Dreierteam zu voll bekommen? Mal ganz ehrlich. Wie soll das gehen? Was hat er hier drin? Oh, gute Plates. Wir tauschen erstmal. Das Thermal werde ich auf keinen Fall spielen. Richtiger Krampf, aber ich nehme es mit. Ganz. Er hat auf jeden Fall. Er ist zwar im Team unterwegs, aber ich glaube, loot-technisch denkt er gerne an sich selber. Piu, 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 piu. Danke, danke schön für die 3 Bits. So macht die SR. Danke für den Support. Ah. Blader Pro, ey. Das ist die scheiß Lampe an. Weg mit den Bombs. Das Ding steck mal ein.
Nein. Ah, das muss rein. So, jetzt können wir noch mal was schauen. Ist ja echt freundlich. Wie soll ich die alle mitnehmen? Das Schöne ist, er hat mir genug Raum gegeben, dass ich das komplette Gear von seinen Mates mitnehmen kann. Ist auch nett, oder? Also einfach mal genug Westen mitnehmen, dass man seine kompletten Teammates looten kann. Nur vierer Plates, okay. Oh Gott. You Chat Bro heißt er? Jetzt hör mal auf, Mann. Wenn ich will, dann nehmen wir die Weste halt mit. Ja, okay. Lass mal liegen. Hä, der hat ein Dockdeck von mir? Das Dockdeck, ja. Ist das, ach, das ist der draußen. Okay. Ah, ich habe ein Teammate von denen wahrscheinlich gekillt. Dann sind sie alle reingerannt. Da sind sie alle hier reingekommen und haben sich noch von mir killen lassen. Na gut, finde ich nett. Oh Mann, 65 Kilo. Egal, wir holen ihn mal raus hier. Das war ein Viererteam und den ersten habe ich... Erst habe ich da wohl zerlegt. Na gut, war doch ein schöner Fight und ich konnte noch ein bisschen was erklären. Ist doch gar nicht so schlecht. Ich könnte aber fast als Kommentar-Rate durchgehen lassen. Kommentar-Fight. LOL, what the fuck? Die Verwirrung war groß. Die Verwirrung war extrem groß. Late ziehen? Keine gute Idee. Auch habe ich bloß gewartet, dass er eine Nate sieht. Ja. Ja, dass die mir hier unten entgegenkommen, wild. Wild. Hat er... Ah, nee. Okay.
Da könnte es vielleicht reichen. Müssen wir Mulen? So müsste ich Mulen. Ich muss noch irgendwas wegschmeißen. Weg, weg. Weg. Was kann man hier noch wegploppen? So, das da. Jetzt reicht's, okay. Barbecue. Wir haben gerade über das Grillen gesprochen und dass es unfair ist. And I've been counting days to get